Moin moin und hallo, liebe Mystery Freaks. Lasst uns unsere Reise in Sachen Traumdeutung weiter fortführen. Der Buchstabe H ist im Traumalphabet nun an der Reihe. Sogar ziemlich viele Begrifflichkeiten, möchte ich sagen, weshalb der Hörbericht heute extra lang ausfällt. Ansonsten wünsche ich, so wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Draußen gewittert es soeben, als ich diesen Bericht gerade anfange zu schreiben. Das ist doch die perfekte Voraussetzung, um unser Traumalphabet weiter voranzubringen. Der Buchstabe H ist nun an der Reihe. Es erwarten uns viele interessante Orts- und Zeitangaben, dessen nähere Begutachtung sehr lohnenswert sind. Lasst uns also nicht länger zögern, hinein in die komplexe Welt der Traumdeutungen. Der Hafen. Dies ist ein Ort sinnbildlicher Zuflucht. Oft strahlt dieser Ort etwas Beruhigendes aus. Als Kapitän oder Besatzungsmitglied ergibt sich beim Einfahren des Hafens die Chance, sicher anzulegen, Festland unter den Füßen zu spüren. Das, was der Träumende vorab auf hoher See erlebt hat, bestärkt oder schwächt diese Gewichtung. Wenn man sich als gewöhnlicher Passant, der eine Stadt durchquert, dorthin verirrt und vom Hafen aus auf die See blickt, kann dies Gegenteiliges, der Lust auf ein Abenteuer bedeuten. Das Wetter und die anzutreffenden Menschen geben weitere Aufschlüsse. Der Himmel. Im Reich des freien Schaffensprozesses. Dieser Traumort wird als meist schillernd wahrgenommen. Doch bedeutet dies für den Träumenden, dass er sich wieder erden sollte. Die Stimmung wird hier zumeist als ausgelassen beschrieben. Der Himmel ist ein Ort, in dem Objekte auftauchen können, welche man in der Gegenwart begehrt. Hier ist es ratsam, darauf zu achten, mit welcher Einstellung man diesem begegnet. Je selbstverständlicher das Betrachtete angenommen wird, desto mehr sollte man hinterfragen, welchen Konflikt es auslösen könnte, diese in der Gegenwart zu erreichen. Der Ort am Himmel kann aber auch im anderen Antlitz daherkommen. Dunkle aufziehende Wolken und trübe Sicht verweisen auf eine depressive Stimmung oder Ziellosigkeit. Im Himmel reflektieren sich die Gedanken, wie auch Wünsche, und treten zu manifestierter Form zu Vorschein. Das Hotel. Wer als Reisender geflissentlich im Traum sich an diesem Ort aufhält, ist im Begriff, seine Lebensrealität zu verändern. Etwas ganz Elementares im Leben wandelt sich, ob zum Guten oder Schlechten, wie der Träumende im Unterbewusstsein annimmt, zeigt der Zustand des Hotels. Lichtverhältnisse, Beschaffenheit der Möbel oder Einrichtung und das Erscheinungsbild der auftretenden Charaktere. Was verändert sich im Moment im Leben? Wohin geht die Reise? Die Hochzeit. Anders als man zunächst denken mag, ist dieses Traumsymbol nicht per se etwas Positives. Eher versinnbildlicht dieses die Sehnsucht bzw. die Fragestellung nach der Sinnigkeit einer festen Beziehung zu einer anderen Person. Das Traumbild verweist eindeutig auf die damit einhergehende Verletzlichkeit, Bindungsangst oder Bindungswille. Auch kann die Hochzeit je nach Erscheinungsbild wortwörtlich als hohe Zeit betrachtet werden. Dem idealen Zustand der Zufriedenheit, welcher mit dem Partner einhergeht. Die Hölle. Ein archetypisches Traumbild der Sünde, des schlechten Gewissens und permanenten Schuldgefühle. Es ist schon sehr lange Begleiter der Menschheit im Schlaf. Für den modernen Menschen spiegelt der Ort im Traum die Angst wider, sich selbst zu verlieren. Man fühlt sich unterbewusst auf die Folter gespannt. Wie ein Nervenbündel, was auf eine positive Auflösung der angespannten Situation hofft. Meist verweist dieser Traumort auf Konflikte, welche weiter zurück in der Vergangenheit liegen. Die Hölle
verweist auf die Unterdrückung dieser. Eine Auflösung in Wohlgefallen sollte angestrebt werden. Was lässt dein Gewissen brennen? Das Haus. Wie auch im wahren Leben deutet der Zustand der Häuslichkeit auf die Verfassung der Psyche, Körperlichkeit oder Finanzen hin. Die Ausstrahlung des Gebäudes zeigt gemeinhin die hintergedankliche Erwartung. Diese steigert sich dann. Geht der Träumende mit der Erwartung in dieses als Zufluchts- oder Ruheort zu nutzen, können die verschiedenen Räumlichkeiten und befindlichen Objekte Aufschluss über unsere eigene Persönlichkeit geben. Doch wenn das Haus eine bedrohliche, wenn nicht abschreckende Ausstrahlung besitzt und der Träumer es als fremd ansieht und dann dennoch hineintritt, kann es sich auch als Albtraumsymbol entpuppen. In diesem Fall werden in Bezug auf das erscheinende Haus negative Gefühle geweckt und verarbeitet. Auch hier sollte man auf die Details achten, welche mehr Aufschluss über unsere seelische Verfassung liefern können. Die Höhle. Nach Freud ist dies ein weibliches Schlüsselsymbol, welches den Muttermund repräsentieren soll. Ursprünglicher Ort der Menschen. Die Höhle war lange ein Zufluchtsort dieser. Diese, je nach Erscheinungsform und Aufbau, kann ein Ort des Abenteuers sein. Das, was wir nicht erwarten, können wir in der Höhle finden. Anders als beim Traumsymbol des Tunnels, weiß man beim Betreten der Höhle nicht, ob es eine Sackgasse sein kann. Der Eingang kann auch gleichfalls der Ausgang aus der Höhle sein. Die Heimat. Eher ein Gefühl des Träumers, welche sich auf eine Region, in welcher er sich befindet, niederschlägt. Ein Ort, wo der Schlafende verbleiben möchte, für eine gewisse Zeit. Die Heimat strahlt eine tiefe Ruhe aus, welche eine innerliche Sehnsucht darstellt. Auf dem Weg sein, um ein Ziel zu erreichen. Irgendwo anzukommen, sicher niederzulassen. In diesem Traumbild oder auch Gefühl treten engere Verwandte und Freunde auf den Plan. Individuelle Gegenstände aus der Vergangenheit, vielleicht ganze Landstriche aus der Realität, mitsamt Gebäuden tauchen auf. Was diesen Effekt befördert, wird es im Alltag wohl möglich mal wieder Zeit, einen Abstecher in die alte Heimat zu machen? Der Herbst. Zeit der Rekapitulation. Seit Menschengedenken. Zeitpunkt der einkehrenden Ernte, Buntheit der Wälder und eingeläuteten Ende eines Jahres. Vorkehrungen für den Winter müssen getroffen werden. Wenn der Herbst als solches bewusst zur Kenntnis genommen wird im Schlaf, dann ist es zumeist eine Zeit, in der man sich über sein eigenes Leben bewusst wird. Wurden alle Ziele, welche man sich selbst gesteckt hat, zufriedenstellend erreicht oder doch nicht? Wenn ja, bleibt Zeit für eine Pause? Oder ist noch eine weitere Anstrengung vonnöten, damit man vollends zur Ruhe kommen kann?